Heute geht es weiter mit Rusty Lake Paradise und die Frage, die ich mir stelle, werden wir das Finale überleben können? Also ich gehe einfach stark davon aus, dass das Finale ist, weil wenn wir abnippeln, ich bezweifle, dass es dann hier noch weitergeht in unserem Abenteuer. Irgendwie hoffe ich auch ein bisschen, dass das Finale ist. Hallo Eule. Ah, okay, haben wir eine Feder. Hier müssen wir auf jeden Fall gleich was anzünden. Ah, willst du jetzt, Genau, Onkel Gérard. Willst du David abschießen? Ich hoffe doch sehr, David. Ich hoffe doch sehr. Oh, was sagt er? Oh, er brummt einfach nur. Na, wobei, der Vater oder der Onkel? Einer von denen könnte auch der Erstgeborene sein. Wohl eher der Vater. Okay. Sammeln wir einfach mal ein bisschen was. Ah, die Mütze von der Mutter. Ein Seil brauchen wir. Wir hängen uns einfach gleich. Ah, hi, Papa. Okay, ja, das ist sowas von das Finale. Okay. Aha. Aha. Muss ich die in der Reihenfolge abschneiden, oder was? Also, was ist der Plan? Wir lassen ihn einfach mal trommeln und Spaß haben. Die Oma ist bestimmt wieder in der Hütte. Hey, wir haben einen Huhn. Willst du einen Apfelhuhn? Tut mir leid, ich habe keinen Korn für dich. Hallo, Schwesterherz. Oh. Oh, okay, wir müssen hier irgendwas wohl malen. Oh, ah, ihr Gesicht Haha! Grün. Weiß mitten übers Auge, rot in der Mitte. Rot hier schön in der Mitte. Oh ja. Jawoll. Dann, machen wir erstmal grün hier. So schön so, ja. Und hier auch nochmal. Weiß mitten übers Auge. Jawoll. Elisabeth, du warst noch nie so hübsch wie heute. Haben wir's! Die Gute. Ja, und jetzt? Bist du glücklich, Elisabeth? Oder willst du dich vielleicht erhängen? Feder. Apfel! Ah. Oh. Das hat doch bestimmt irgendwas mit Mr. Owl zu tun. Hier sind so oft Eulen. Okay. Träne und Frosch. Irgendein Käfer und eine Mücke. Was ist das? Ein Stein und eine Wolke. Paradise. Sind Frösche da, wenn ich es dahin schiebe? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wir reden gleich mit der Oma. Nee. Ah, hier ist auf jeden Fall der Knast. Okay. Oh Mama, schieß mal los. Ich bin sowas von bereit. Was kochst du hier? Willst du einen Apfel braten? Ja, hier ist ein Lineal. Und wir müssen die jetzt hier irgendwie zuordnen. Aber wie? Weiß nicht. Ich kann ja nur damit was machen. Ich teste jetzt einfach mal was. Schieben wir mal das hier vor die Haustür. Nichts. Nee, das ralle ich jetzt erstmal noch nicht. Versuchen wir das Trommelrätsel hier mal. Okay. Kannst du vielleicht einzeln trommeln? Ja, tatsächlich. Ah, jetzt wackeln beide. Jetzt wieder nur links. Komm, das sieht doch richtig aus. Beide. Beide.
Vielleicht zählt da immer die Mehrheit? Ich weiß es nicht. Was wir jetzt nochmal links machen. Jetzt rechts. Gehen wir einfach vom Mehrheitsprinzip aus. Jetzt war ein Gleichstand. Jetzt war eindeutig rechts mehr. Das ist ein Gleichstand. Rechts. Oh mein Gott, ja! Ein Knochensplitter! Könnte ich hier stechen? Nein. Ein Knochensplitter. Brauchst du einen Splitter? Nein. Du musst auf jeden Fall David erschießen. Ja doch, David, du wirst auch drauf gehen. Du auch. Dich können wir auch nicht erstechen. Vielleicht das Huhn. Nein. Was ist für ein seltsames Geräusch? Kann ich den Knochen ins Auge wämsen? Bist du eh blind? Oh! Ist ein Apfel. Oma, willst du einen Knochensplitter? Oma? Ja, ja, wird eine gute Feier. Stirbt wieder jemand. Was ist eigentlich los mit dieser Familie? Ach, Mann. Knochensplitter. Ja, was müssen wir auch jetzt mit dem machen können? Wir haben schon so viele Sachen und konnten noch nichts verwenden. Was ist eigentlich mit dem Sto... Ah, ja. Habe ich jetzt hier... Moment, ein Pfeil braucht eine Fee... Ja, und jetzt tauschen wir seinen Hut gegen einen Apfel. Nicht? Ich war mir so sicher. Dann schießt halt seinen Hut runter. Oh nein! David, was sagst du jetzt? Ah ja, das Gleiche. Gerard muss besser zielen. Ja, nimm den Fall. Kann ich vielleicht zielen? Ja. Oh! Tut mir leid, mein Guter. Noch höher, Gerard. Noch ein Stück. Ja. Optimal. Jetzt aber. Ah, Mist. Zu hoch. Hm. Okay, also dreimal hoch. Dann haben wir den Kopf. Ja, David, was sagst du? Du hoffst, du stirbst heute nicht? Und dann trete ich hier fast meine Box um. Ende im Gelände, würde ich mal meinen. Oh. Naja, zumindest für den Hut. Ja. Hast du Schwein gehabt, ne? So, jetzt müssen wir... Ja. Das ist gut. Was für ein netter Onkel. Er benutzt seinen Neffen für Schießübungen. Ein Wurm! Den wir jetzt brauchen wird. Ja, komm. Schieß einfach David in den Arm. Gut ist. Bein ist auch gut. Der verweilt so lange so. Jetzt fliegt bestimmt die Eule. Nein? Will das Huhn den Wurm? Oh nein, Würmchen, Vorsicht! Oma, ich hab was zum Kochen für dich. Ja, Oma. Koch. Koch, alte Frau. Bräuchte noch ein Feuerzeug. Können wir einfach das Seil anzünden? Nein? Können wir nicht? Okay, okay. Müssen wir auch nicht. Sollen wir es hier komplett ausmalen für dich, oder? Oh, was will die Alte denn von mir? Weiß mitten übers Auge. Okay. Es könnte sein, dass mir ein Fehler unterlaufen ist. Moment. Grün am Rand, weiß in der Mitte. Ich glaube, ich habe es vertauscht, oder? Ja. Weil ich kam absolut nicht weiter und naja, jetzt ergibt es Sinn, dass ich nicht weiter kam. Naja, machen wir hier grün. Ah, passiert den Besten. Passiert den Besten.
Hey. Naja, jetzt können wir das Ei kochen. Was? Was? Auch hätte jetzt nicht das Finale normal zu Ende gehen können? Ja. Hier, Seil. Soll. Oh. Okay, nee, ich hab das Küken. Okay, was können wir mit dem Küken machen? Vielleicht der Eule zum Fraß vorwerfen? Hey, Eule! Oh nein, Küken! Es tut mir leid! Oh nein! Ah! Oh! Das Fellknäuel. Also soll ich hier wahrscheinlich irgendwas diktieren. Auf hier mit zusammenlegen. Da ist ein V. Moment. Ich brauche ein Plus. Plus. Hier ist ein V. 2, 2 zu 2. Hier. X, ja. Woher weiß ich die Reihenfolge? A. V. Nehmen wir es mal übereinander. So, wo hatten wir das Plus? Hier. Plus. Geh du mal kurz weg. So, hier haben wir das X. Und das L. OWLS. OWLS. Funktionier bitte. Bitte. Was? Warum nicht? Oh nein. Vielleicht ist OWLS ein Code. Moment. Okay. 4, 5, 10. 4, 5, 10. Sind 19. Es ist 19. Oh, ah! Moment, 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 Moment. Oh, 4. Ah, ich will das W. Ich will das W. Gib mir das W. W war 5. L war 10. Krieg ich jetzt S? Ah, das wird hier runtergespült. Das sieht unschön aus. Oh, ich will da nicht reinklettern. Muss hier jetzt OWLS eingeben? LS. Ah ja, OWLS ist richtig. Okay, hier sind sie alle. Hier haben wir einen Hasen. Aha. Oh, okay. Okay, eins. Wollen wir zwei Dinger nur? Zwei?
Dreieck, Viereck, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Haha! Die Fasanenmaske. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Reihen lichten sich. Was müssen wir hier machen? Rechtskurve, Linkskurve, Rechtskurve, Linkskurve, Rechts. Oh. Das ist jetzt eine Rechtskurve, rechts hoch, nochmal rechts rum, dann nochmal rechts rum, links, nein! Oh. Oh. Naja, haben wir's. Irgendwie geschafft. So. Das müssen wir beim Täubchen machen. Okay. Einfach herantasten oder. Okay. Erst hier 4. Dann hier 3. 2, 3. Okay. 4, 3, 3. Das ist doch eigentlich reines Raten hier gerade. 1, 2, 3. Okay. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt komm an einem Stück bitte. 2. Oh, nee, ne? 1, 2, 3, 4. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 2. Oh, haben wir's. Taubenmaske. Oh, die sieht unschön aus. Und jetzt haben wir noch das Schwein. Moment. 4, 5, 6. Haha, 1. 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir alles! Oh, jetzt geht's los. Moment. Ja, ich wollte schon sagen. So gruselig. Oh Gott, ich hab Gänsehaut. Ja? Kannst bitte gehen, Geist? Ich weiß, es ist hier unsere Mutter, aber. Ich finde es so gruselig. Und hier jetzt noch. Sie war die Eule. Okay. Okay. Hallo? Stecke ich jetzt fest? Was geht hier ab? Um Gottes Willen. Würfel. Haben sie mich gerade echt im Brunnen eingesperrt? Die Lumpengesichter. Okay, die Trommelschläge werden schneller. Muss ich irgendwas machen jetzt? Hallo? Es ist soweit. Du bist doch, Hase. Ja. Oh. Fasan. Ist fiesend. Da ist der Weg mir jetzt verwehrt. Oma Pigeon. Oh Gott. Onkel Schwein. Oh Gott. Und zu guter Letzt.
Sie wollen mich opfern. Oh nein. Leute, ihr habt doch alle Plagen aufgehalten. Nö, ich verzieh mich jetzt. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Jungs, 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 nein, nein, tut das nicht. Oh Gott. Oh nein. 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 Blume. Was? Schicke Haarlocke. Oh Gott, das sind jetzt die ganzen Erinnerungen, die wir hatten. Oh nein, ich habe mir nicht gemerkt, wie die sortiert waren. Musst du jetzt nicht sortieren? Okay, nee, muss ich glaube ich nicht. Das ist Mr. Olds Stimme. Was? Ja, das war's dann soweit mit Let's Play Rusty Lake Paradise. Ein sehr seltsames und überaus bedenkliches Spiel. Ich hatte trotzdem Spaß daran und wir wurden am Ende geopfert. Es sah nicht so gut für uns aus. Wahrscheinlich ist der liebe gute Jakob tot. Möglicherweise wird er auch zu Mr. Owl. Und wie wir alle wissen, das Paradies, es wird auferstehen. Es wird auferstehen und es wird ein wunderbares Hotel mit einem super Zimmerservice, einem noch besseren Portier, Mr. Crow, entstehen und unsere Familie, die Drecksäue, werden gekocht. Die werden gekocht von Mr. Toad. Zurecht, zurecht. Ich gehe einfach mal stark davon aus, dass unsere Familie zu Tieren wird. In diesem Sinne, hoffe ich, dieses super verwirrende Spiel hat euch gefallen. Ich habe mir auch ein bisschen mehr Aufklärung erhofft für den dritten Teil hier. Wahrscheinlich lasst es noch offen für irgendeinen zukünftigen Teil. Und mal gucken, ob ich irgendwann mich auch an die Cube Escape, das sind Mini-Ableger von der Rusty Lake-Reihe, ranwage. Wahrscheinlich schon, aber jetzt nicht direkt, weil ich möchte auch was anderes auf dem Kanal bringen. Und ja, deshalb würde ich sagen, war es das jetzt erstmal Rusty Lake. Wir waren auch lange genug mit den letzten drei Teilen insgesamt so beschäftigt. Und ich hoffe, ihr freut euch aufs nächste Projekt, was nächste Woche Dienstag startet. Bis dann!